Okay. Frau Engel. Frau Engel. Sie sind der Jäger. Oh. Sie sind die Gejagte. Fuck, ich bin schon. Ich hab mein Leben erreicht. Jäger. Ich bin der Jäger. I'm Batman. Aber hier liegt noch so viel Munition. Kann ich nicht irgendwie Munition verballern oder so? Dass ich die aufnehmen kann? Hallöle! So. Kann ich hier irgendwie Shift für Sprinten aktivieren? Ich glaube, das geht sogar. So, halt deine Schnauze. Immer noch am Limit. Caroline, wo immer sie sind. So, hier können wir leider nirgends unsere durch. Leute, bis ich es geschafft habe. Immer noch Limit erreicht. Ich würde am liebsten mal hier runterfahren. Okay, müssen wir sogar. Und das geht! Wow! Was ist hier? Was ist das hier? Ist das Gas, das uns wehtut? Hab ich schon mal gesagt, dass mir U-Boote Angst machen? Vor allem solche fetten Dinger! Oh. Falle aktivieren? Oh, das ist das Ding hier. Ich nehme mir erstmal ein bisschen Rüstung mit. So. Da will ich nicht unbedingt rein. Aber ich muss wahrscheinlich. Also, ich habe mir so gedacht, wir fahren mit dem Rollstuhl hier drauf. Und Wow, warte mal. Ganz leise. Wow. Alter, die schießen ja schlimmer als die Stormtrooper von Star Wars. Was ist da hinten? Ach, noch mehr Maschinenpistole. Ah ja, ah ja. Kommen wir eigentlich dann hier auch wieder runter? Also ich weiß nicht, ich würde es gerne mal probieren. Da kommen wir wahrscheinlich nur auf die andere Seite, oder? Kann ich irgendwie hier quicksafen oder so? Ich schau mal kurz Optionen. Steuerung. Aha. Nahkampfangriff. Okay, den müsste ich vielleicht noch auf eine andere Taste legen. Ist eigentlich E? Ist die E schon belegt? Ja, ist benutzen. F ist Granate werfen. G ist Tipp. Okay. Tagebuch, lehnen. Okay, alt links. Ja, ja, ja. Aber wir können nicht zwischenspeichern. Okay. Aber wisst ihr was? Hallo? Okay. Nee, da kommen wir... Nee, wir kommen hier gar nicht lang. Alles klar, okay. Hat sich schon erledigt. Habe ich das jetzt aufgehoben? Was ist denn hier passiert? Ah, gucke. So, wir warten auf den hier. Mensch, das ist ja ziemlich barrierefrei alles gebaut. Was war hier noch? Zum Lesen. Soldat Oskars Notiz. Kommandant Fischer. Fischner? Ja, okay. Oh, sogar geheim. Kommandant Fischner, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich glaube, dass wir einen Notfallplan benötigen, falls ein terroristischer Angriff stattfinden sollte. Damit sind wir gemeint. Ich bin mir sicher, dass Sie die Berichte gelesen, gesehen, die Artikel gelesen und die Rede gehört haben, die General Strasse neulich gehalten hat. Der irre Amerikaner richtet überall, wo er auftaucht, Unheil an. Was passiert, wenn er hierher kommt? Gibt es auf dem U-Boot einen Ort, an dem wir Zuflucht finden können? Ich denke, dass wir uns dafür wappnen sollten. Gruß, Oskar.
Ja, also Oscar hat gar nicht mal so Unrecht. Was ist das hier? Attention, your skills are wanted. Können wir den hier irgendwie reintriggern? Wir sind beide aktiv. Ich will nicht unbedingt hier durchlaufen. Hallo. Komm doch, Mann. Komm doch hier durchgelaufen. Hallo. Ach, der ist tot. Ja, okay. So, Dalle, was haben wir denn hier? 25 Rüstung. Nice. Oh. Ah, das ist hier die Torpedo-Ladestation, oder? Oh, die haben uns immer noch nicht gesehen. Was sind das denn für Blindfische? Kann ich hier irgendwie die Falle aktivieren? Komm. Leg dich hin, hat doch eh keinen Sinn. Haben wir hier noch jemand? Das zum Glück noch nicht aktiviert. Hier ist noch gar nichts aktiviert. Lebt er hier noch? Hallo. Lebt hier noch einer? So, dann sprinten. Sprinten wir mal los. Okay, ich hoffe, wir haben hier nichts übersehen. Irgendwas Wichtiges. Wieso konnte ich hier eigentlich die Dinge nicht anschalten? So, und abwärts. Test, Test. Gebt auf, Terroristen. Ihr habt gewonnen. Das gestohlene U-Boot gehört den Terroristen. Die meisten eurer Freunde sind bereits tot. Möchtet ihr die Gesellschaft leisten? General Engel bietet allen Amnestie an, die ihre Waffen niederlegen und aufgeben. Das ist eure einzige Chance. Aha. Aber ich fand dieses Test-Test noch so cool. Stets Fallen aktivieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Naja, obwohl. So, die Falle ist aktiv, die hier vorne. Und wir können hier unten entlang. Ah, jetzt kommen wir wieder hier raus. Achso, nee, natürlich kommen wir hier nicht rauf. Turmaufzug. Ja, da will ich doch hin. Okay, was ist da hinten? Ah, ich komm hier gar nicht weiter. Uah, no, no, no. Hehehe, ich kann mich nicht umdrehen. Achso. Ja, der kann hier durchballern. Trifft aber nicht. Was für ein Idiot. Hello, hier bin ich. So, wir hocken uns wieder im Rollstuhl. Auf ein neues, alter Mann. Auf ein neues! Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Das Förderband umkehren. Kann wir hier die zerschlagen oder zerschießen? Ah! Oh, nice. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ah, hier können wir uns leider nicht durchquetschen. Aber hier ist noch ein bisschen Rüstung. So. Okay, da hinten ist die Falle aktiv. Da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Hat der noch was? Nope. Oh, den können wir doch wieder überwältigen. So, nieder mit dir. Die machen aber auch wirklich keine Geräusche. Musste nach einem seiner Massaker sauber machen. So, haben wir hier noch irgendwelche Leute? Wo können wir denn das Förderband umkehren? Das ist jetzt erstmal unser... Oh, Granate werfen.
Hey, hey, hey! Also ich bin mir nicht sicher, ob hier noch jemand, ob das hier eine gute Idee ist, gerade eine Granate zu werfen in einem... Alter! In einem U-Boot! Vor allem nicht, wenn hier überall solche hochentflammbaren Dinger sind. Also mag jetzt noch jemand oder so? So, mehr Rüstung und mehr Medicine. So, wo können wir denn, wo kommen wir denn da hinten hin? Ui. Umgebungsskills. Husch, husch, hinfort, hinfort. Vielleicht, wenn wir auf dem Förderband geblieben wären, vielleicht hätten wir dort die ganzen Gegner sozusagen umgehen können. Aber das macht so viel Spaß. Alter. So. Na komm. Nehmt dir die Munition. Ah, gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, hier können wir entweder das Ding ausschalten oder umkehren. Hier sind wir also. Diary, Tagebuch des Wiesenau-Rebellen. Okay. Wir werden alle sterben, ich kann es spüren. Okay, wir werden alle spüren, ich kann es spüren. Seit Tagen habe ich nicht geschlafen. Meine Träume sind bruchstückhaft, brutal, seltsam. Jedes Mal sehe ich Helens Gesicht. Blutig. Die Hälfte davon fehlt. Ich wache schreiend auf. Kein Schlaf mehr für mich. Scheiß auf den Schlaf. Ich schreibe zum ersten Mal seit einer Ewigkeit. Vielleicht kann ich so klarer denken. Ich rede nicht mehr mit den anderen vom Wiesenau-Widerstand. Ich ertrage ihre Blicke nicht, ihre Stimmen. Ob wir sicher sind? In ein U-Boot des verdammten Regimes? Na klar, Blaskovic hat es gestohlen. Aber wie können wir uns sicher sein, dass wir nicht irgendwie ausspioniert werden? Niemand antwortet. Niemand denkt nach. Caroline sagt, ich wäre zu negativ. Hat mich gebeten, die Sache mit positiver Energie anzugehen. Ich meinte nur, scheiß auf die Sache. Die Menschheit ist am Ende. Das Regime hat gewonnen. Es ist aus. Sie haben verdammt nochmal gewonnen. Ich habe ein ruhiges Fleckchen gefunden, wo ich weit von den anderen. Dort richte ich es mir so gut es geht gemütlich ein, wo ich keine Leute sehen muss, wo ich keine unterernährten Gesichter und die starren Augen der Kranken ertragen muss, die zurückblicken wie Spiegel. Vielleicht wird es Zeit, dass ich schlafe, aber ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst vor meinen Träumen. M. Your country, enlist. Every man counts. Join now. Hier sind wir also. Ja, den haben wir... Ah, sogar mit Fernseher. Den haben wir sogar benutzt, den Aufzug hier. So. Okay. Das war also das. Und dann müssen wir jetzt hier rüber. So, deaktivieren. Sind jetzt wieder alle Fallen deaktiviert? Scheint wahrscheinlich so. So, nochmal kurz ein bisschen umgucken. Aha. Na, okay. Gut. Förderband umgekehrt. Auf geht's. Und los. Yeah. Oh. Ciao. Vielleicht hätte ich da nochmal reinschauen sollen, aber gut. Jetzt ist es zu spät. Oh, da wollen wir hoch? Level beenden. Guck mich noch mal kurz hier um.
hier zurück. Kommen wir hier rauf? Ja. Aber hier ist nichts. Boah, nichts. Was haben wir hier? Können wir nicht aufheben, oder was? Naja, okay, bisschen... Bisschen hiervon noch. Oh, was liegt denn da hinten? Das haben wir ja fast übersehen. Hallo? So. Kommandant Beringers Notiz, 29. Otto, wer hat Sie denn zur Welt gebracht? Der Geburtstag von Kommandant Fischer ist der 9. November 1930. Und wenn Sie mit den Grundrechenarten vertraut sind, bedeutet es, dass er in 4 Tagen 30 Jahre alt sein wird. Nicht 29, Sie unglaublicher Schwachkopf. Anlässlich seines Geburtstages wird die Truppenplattform dekoriert, damit er während seiner Feier einen schönen Ausblick auf den Ozean hat, sobald wir aufgetaucht sind. Außer Ihnen sind alle wie gebeten, ihre Pflichten nachzukommen und haben die Zahl 30 auf ihre Schilder geschrieben. Das müssen Sie doch mit Sicherheit gesehen haben, oder sind Sie auch noch blind? Ich werde ihn zur rechten Zeit zum Aufzug bringen und zur Turmplattform eskortieren. Und Sie sollen lieber da oben mit einer Torte warten, auf der 30 steht. Wie auch überall sonst, um Gottes Willen, sonst sorge ich dafür, dass Sie eine Woche lang die Toiletten schrubben werden, Helmut. So, hier kommen wir nicht zurück, ne? Hör doch mit Sprinten. Ah, okay. Da war sonst nichts weiter. Alles gut. Na gut. Können wir das da hinten noch lesen? Nee. Können wir nicht? Okay. Weg mit dir! Be gone! Be gone! Runter von meinem Mann! William, alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. An Deck. An Deck. Gut festhalten, William. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie groß das Schiff wirklich ist. Schieß, Max, schieß! Schieß, schieß! Yeah! Guter Schuss, Max! Lächeln! Wow. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen. Loslassen! Seekuchen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, das weißt du nicht. Dida, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, Ausmerzer. Die ich nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land. Und deine Familie! Oh, komm. Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter. Was für eine Schande! Los,
Wange herhalten! Ach, du bist den Aufwand nicht wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter! Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus! Megafon! Ich rufe! Den Terroristen und Mörder William Joseph Blazkowicz, auch bekannt als Terror-Billy. Ich bin bereit, das Leben ihrer Gefährten zu verschonen, wenn sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Heister! Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren?